Hallo Leute und willkommen, ja heute mal wieder zu einer neuen Folge von Lego Star Wars die Skywalker Saga. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier unten in dem Treibsand versunken, würde ich mal sagen, und haben versucht da rauszukommen und das war tatsächlich erfolgreich. Und ja, in der heutigen Folge machen wir weiter mit der Mission C3PO, oh nein, und ja, ich würde sagen, labe ich jetzt gar nicht so viel rum und starten wir direkt rein. Let's go! Alter, die Szene kennt man. Ray! Sie haben Chewie! Perfekt. Hallo? Hallo. Schon gut. Du bist jetzt bei uns. Nein, nein, danke. Chewie hatte den Dolch. Das war der einzige Hinweis zu diesem Wegfinder und er ist weg. In der Tat. Die Inschrift existiert nur noch in meinem Speicher. In deinem Speicher? Ja, Master Paul. Ich kenne so einen zwielichtigen Droidenschmied. Ein Droidenschmied? Ach Gott. Er ist auf Kijimi. Ja, das kennt man auf jeden Fall auch, die Szene, ne? Und der nächste direkt wieder hinterher. Perfekt. So, und schon sind wir da. Alles klar, ich weiß, was wir tun sollten. C3PO. Alter, sieht es geil aus. Mir nach. Ich kenne den Weg. Folge Poe durch die Straßen. Ist schon eine Weile her. Die erste Ordnung holt die Leute aus ihren Häusern. Hoffentlich haben sie unseren Droidenschmied noch nicht. So. Geh in Deckung, aber bleib dicht bei mir. Pass auf. Aufmachen! Ich weiß nicht, was er sagt. Schnappt ihn! Ach Gott. Da sind Kampfläufer. Sieh zu, dass sie dich nicht sehen, sonst ist schnell die ganze erste Ordnung hinter uns her. Das Tor hat keinen Saft. Der Energiekern ist wohl rausgefallen. Okay, die dürfen uns nicht sehen, auf jeden Fall. So, jetzt. Mal jetzt hier einstecken. Halte, bin ich gut. Besser hier nicht zu lange stillstehen. Gut, perfekt. Einmal frei. Schleich dich von hinten an die Truppler ran und schalte einen aus. Ich nehme den anderen. Na gut, dann nehmen wir jetzt vielleicht jemand anderen aus als C3PO. Deckung, schnell! Wart mal kurz. Siehst du die Späher da?
Du schießt einen ab und ich den anderen. Aber bleib in Deckung, damit sie dich nicht sehen. Ich habe hier irgendjemand anderen. Wen habe ich jetzt? Finn. Bam. Das läuft bis jetzt ja ziemlich gut. Das wird sich sehr bald ändern. Da bin ich gespannt. Okay, gut, dann geht's weiter. Sehen wir uns die Generatoren hier rein. Aus dem Weg. So. Kommen wir jetzt hier hoch oder was? Vielleicht kann mir die Macht bei dem Generator helfen. Keine Ahnung, ob dir die Macht helfen kann. Ich bin... Oh, komm, jetzt geht das schon wieder los. Okay, wir brauchen jetzt hier wieder so ein Ding. Komm, schade, da kommen wir gar nicht hoch. Ja, aber was bringt uns das jetzt hier? Wir müssen ja hier irgendwo so ein Ding hier finden. Hier muss ja dann irgendwo eins geben. Tut mir leid. Mach mal halblang. Es ist für die Rettung der Galaxis. Easy. Okay, gut. Geschafft zumindest. Okay, weiter geht's. Chuba! Chulofanki. Oh Gott, ihr müsst jetzt wirklich Stress machen. Oh, komm her, Batz! Bam! Ihr wollt wirklich Stress machen. Komm her. Was? Bam, bam. Hey, so. Die erste Ordnung kommt. Versteck dich. Oh, tja, du meine Güte. Bitte deaktiviert mich nicht. Ich kenne diese Leute nicht. Wirklich. Weitergehen, Goldjunge. Das hier ist nichts für Droiden. Nein. So was. Och Gott, Hilfe. Passieren lassen oder gegen sie kämpfen? Kämpfen. Hallo. Die checken das gar nicht, einfach so behindert. Ach, bis dahin komme ich gar nicht. Okay. Auch gut. Das war's. Perfekt. Los, die Treppe rauf. Hab gehört, du wurdest am Mönchstor gesehen. Ich dachte, er kann nicht so dumm sein, zurückzukommen. Leute, das ist sorry, das sind Ray und Finn. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Kann dir zwar egal sein, aber ich mag dich. Ich bin C3PO, Roboter Mensch. Wir sind auf der Suche nach Babu Frick. Kampfwaffe, bleib dicht hinter mir. Schnell, beeilt euch, los hinter ihr bleiben. Okay, also bisher gefällt mir die Mission eigentlich ganz geil, so ein bisschen auf Undercover. Finde ich eigentlich immer echt ganz geil. Los gehen wir. Bewegung. Kann man auf jeden Fall machen. Finde ich auch mal eine coole Mission. Nicht immer nur campen, sondern auch ein bisschen so Undercover. Na toll. Warte, Ray, kannst du deine Hochebsache bei dem Turner machen? Du meinst die Macht? Ja, die Macht. Also, kannst du? Wir gehen über die Dächer und versuchen, ein paar von den Truppen abzulenken. Das Versteck ist auf der anderen Seite des Hofs. Wir treffen uns dort. Was passiert eigentlich, wenn wir in so eine Fläche reinlaufen, ich glaube? Also hier war noch nichts von ihr zu sehen. Ja, diese Pistolen, die backen gerade so rum von diesen beiden Typen da. Alter, irgendwie schon geil, die Mission. Mich würde interessieren, was passiert, wenn wir in so eine Fläche reinlaufen. Ich glaube, die Mission ist nicht vorbei, aber es wird deutlich schwerer.
Egal, solange wir hinkommen. Los. Was? Es ob. Ja, okay, jetzt wissen wir, was passiert. Bam. Bam. Okay, Leute, jetzt müssen wir kämpfen. Batz. Bam. 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 Was bewegt sich 3PO? Bam. Hier, Batz. Okay. Das war jetzt nicht so geil, aber ich dachte, die sehen mich unter dem Fass nicht. Aber es ist mir jetzt eigentlich auch egal, weil wir sind jetzt hier eh durch, also. Oh mein Gott, jetzt können wir hier wieder nicht rein. Was ist das denn? Komm her. So. So, jetzt in der Ruhe. Junge, willst du mich. Komm her. So, okay. Wir sind da. Los, Beeilung. Ach, musst du dir. Scheint, er hat etwas im gesperrten Datenspeicher eures Droiden gefunden. Babu, kriegst du ihn dazu, es zu übersetzen? Droidengedächtnis wird gelöscht. Weg, weg. Oh. Was machst du da, 3PO? Ich werfe einen letzten Blick, Sir, auf meine Freunde. Oh, oh. Rens Zerstörer. Chewie. Er lebt. Er war wohl auf einem anderen Transporter. Der Droide ist fertig. Der Wegfinder des Imperators ist in der imperialen Kammer. Auf einem Mond im Endor-System. An der Südküste. Nur diese Klinge ist vergessen. Hey, hey! Wenn ich mich vorstellen dürfte, ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Wir müssen los. Poe. Landeprivilegien für jedes Schiff. Hilf deinem Freund. Ist das nicht diese Rita Duran von Kylo Ren persönlich so? Ich glaube, das waren doch die, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Okay, C3PO, oh nein. Okay, gut. Unser Plan ist also, im Hangar zu landen, als wäre das das Normalste der Welt. Ja, ja, eigentlich schon. Plakette funktioniert. Okay, gut, dann würde ich sagen, fliegen wir direkt rein. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ja. Hat ja bisher funktioniert, so wie es aussieht. So, gut. Was müssen wir machen? Finde Chewbacca. Ja gut, würde ich sagen, machen wir das. Wer hat euch erlaubt, hier drin zu landen? Wir haben uns das selber erlaubt. Und du hast hier gar nichts zu sagen. So. Weiter geht's. Oh mein Gott, warum lauern hier überall okay, vielleicht werden wir auch mit dem imperialen Sternzerstörer sind abgeschlossen. Ja, das sind Kreuze. Aber ja. Und Headshot. Wo geht's lang? Keine Ahnung. Folgt mir. So. Eigentlich wollte ich jetzt gar nicht switchen, aber. Das Mädchen! Schnapp sie! Boom. War aus Versehen. Alter, der Flammenkugler, weg mit dir. Du Lappen. So. Bam. Hallo. Headshot. Das hätte ich ja nicht gleich machen können, dann wären alle auf einmal down. Irgendwas verhindert. Nein. Okay, gut. Dann würde ich sagen, laufen hier gleich weiter. Ja, irgendwo wird ja Chewie sein. Also, der macht seinen Job richtig gut.
das auch mit uns? Gut, das wär's dann, würde ich sagen. Na, perfekt. Gut, Wookiee-Rettung, Geschichte fortsetzen. Der Dolch ist auf dem Schiff. Wir brauchen ihn. Wir treffen uns im Hangar. Mhm. Wraith, wo auch immer du bist, es ist schwer, dich zu finden. Es ist schwer, dich loszuwerden. Deine Eltern waren niemand. Sie haben sich dazu entschieden, dich zu beschützen. Ray, sei tapfer. Hier bist du in Sicherheit. Das verspreche ich dir. Komm zurück! Sie haben dich verkauft, um dich zu beschützen. Nein! Es war Palpatine, der deine Eltern entführen ließ. Er hat nach dir gesucht. Sie ist nicht auf Jakku, sie ist fort. Da bist du also. Ach Gott, Alter. Was war die schon wieder? Zu Chewie geht's da lang. Okay. Sie wollen den Wookiee befreien. Haltet sie auf! Das machen wir ganz sicher nicht. Feuer. Ich hab's schon wieder gleich gesehen. Oh, ich hab so Spaß daran, diese Dinger zu zerstören. Achso, ach schade, ich dachte, das wäre auch so eine. Ups, hallo, gut, dann machen wir weiter. Warum switch ich immer aus Versehen? Okay, vielleicht dann doch wieder rüber. Komm. Was für Imperium? Für die erste Ordnung denn dann? Klar sind wir hier, um dich zu holen, Chewie. Lass die Waffen fallen, sofort! Die Waffen weg! Hallo, Freunde. Beseitigt ich sie. Ich bin der Spion. Ich bin der Spion. Was? Ich will, dass Kylo Ren verliert. Das finde ich halt auch geil so. Na, er jagt so 500.000 Planeten gefühlt in die Luft und tötet, keine Ahnung, 300 Millionen Menschen und dann so, ich bin der Spion. Ohne Witz, ist so geil. Warum war der Imperator hinter mir her? Du besitzt nicht einfach nur Macht. Du besitzt seine Macht. Du bist seine Enkeltochter. Du bist eine Palpatine. Was Palpatine allerdings nicht weiß, ist, dass wir ein Zweiklang der Macht sind, Rey. Zwei, die eins sind. Du weißt, was du tun musst. Ich weiß es. Vielleicht. Spring! Ich fang dich auf! Sie zwangen mich, sie zu ihrem Schiff zu bringen. Ich verstehe. Wir haben unseren Spion. Okay, perfekt. Gut. Dann reisen wir jetzt wahrscheinlich... Wo reisen die jetzt nochmal hin? Ich weiß gar nicht. Reisen die auf den Stützpunkt zurück oder wo sind die da dann hingeflogen im Film? Weiß ich gerade tatsächlich gar nicht. Keine Ahnung, warum sie uns nicht verfolgen, aber ich traue der Sache nicht. Alles, was zählt, ist... Ach, der genau, zum Kiefer fliegen die. Okay. Hofft noch jemand außer mir, dass uns das zum Waldmond führt? Nein? Keine Ahnung. Okay. Gut, dann würde ich sagen, was mit der heutigen also Folge von Clash Royale? Vielleicht kannst du ein anderes Mal zu einer Leute, was gehen. Das war's mit der heutigen Folge von Lego Star Wars, die Skywalker Saga, meine ich natürlich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, jetzt würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao.